Yo Leute, was geht ab? Ich bin ein bisschen platt noch, gerade eben erst aufgestanden. Aber es gibt eine Info für euch. Und zwar mache ich ab heute 14 Tage lang Diät. Und die Challenge ist, in 14 Tagen so das krasseste Sixpack zu bekommen, wie es irgendwie möglich ist. Und damit starten wir heute. Ihr werdet daily neue Videos bekommen, 14 Tage lang, und am Ende das Schlussergebnis sehen. Das heißt, ihr werdet mich von vorne bis hinten begleiten. Ich werde euch verschiedene Themen erzählen, was ich mache, warum ich es mache, alles zum Thema Sixpack. Heute starten wir, heute ist der Beginn. Die Anfangssequenz, wie ich im Moment aussehe, habt ihr gerade eben gesehen. Und was sonst noch so passiert, ich werde es so ein bisschen in einer Art von einem Daily Vlog auch machen. Das heißt, es wird immer Vlogs geben. Jeden Tag aber mit einem bestimmten Inhalt zum Thema Sixpack. Also, let's go. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen das zu machen. Wer mitmachen möchte, kann auch 14 Tage diäten. Yes! Ja, was sonst so auf dem Plan steht, wir haben hier bei uns in NRW gerade Sommerferien und es geht jetzt los mit Projekten von mir. Das ist immer die ersten zwei Wochen echt gut anstrengend, weil steht immer früh auf und dann hat man abends auch noch Jobs und hin und her. Es ist einfach immer sehr, sehr viel die ersten zwei Wochen. Ich habe auch überlegt, ob ich das mit der Diät verschiebe, aber habe mich dann letztendlich dagegen entschieden. Ja, ich bin mal richtig am Arsch noch den ersten Tag, bis ich mich an den neuen Schlafrhythmus gewöhnt habe. Aber was soll's. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viel ich wiege. Das muss ich alles mal herausfinden heute. Und gerade, ich habe ja eben erzählt, die Woche ist immer ein bisschen anstrengend in den ersten Ferienwochen. Ganz wichtig, wenn ihr wisst, es anstrengend ist und ihr eigentlich vielleicht auch keinen Bock mehr habt nach dem ersten Termin, nehmt eure Sportsachen direkt mit, geht gar nicht erst nach Hause und zieht direkt durch. Jetzt geht's auch schon los. Boah, ich bin echt platt, Leute. Sag's euch. Ich muss noch Nono anmachen. Kennt ihr Nono schon? Nee, ne? Ja, das Nono hilft mir so ein bisschen jeden Tag, also unter der Woche. Am Wochenende hat er frei. Puh, Leute. Erster Diättag ist immer der härteste, finde ich. Für mich geht es jetzt ab ins Training. Booster rein, PK8 rein. Danach Mittagessen. Und ich muss heute safe einkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll, weil mein Kurs heute Abend bei McFit geht bis 22 Uhr. Aber naja. Ja, auf keinen Fall erst nach Hause gehen, erst essen und dann durchziehen mit Training, sondern direkt los. Keine Chance geben, dass man nicht geht und faul wird.
So Leute, Training geschafft. Wir haben jetzt auch fast 17 Uhr gleich und dann kann ich endlich essen. Ich versuche immer um 17 Uhr es zu essen. Ja, viel mehr Tipps werdet ihr auf jeden Fall noch im Laufe der 14 Tage bekommen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts zu verpassen. So, Training erledigt. Ja, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel News für euch. Ich freue mich richtig. Ich bin eigentlich auch echt motiviert jetzt, wo ich jetzt angefangen habe. Musste mich erstmal ein bisschen überwinden, aber ja. Es wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen, Leute. Ich fahre jetzt nach Hause. Dann gibt's Essen, das erste Mal um 17 Uhr. Shake ist drin, aber ich melde mich nachher noch mal ganz kurz bei euch, bevor es dann in den Kurs geht. Jo Leute, so, der Tag ist fast vorbei. Für mich geht es jetzt noch ins McFit. Ich habe noch einen Breakletics-Kurs dort. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so viel Cardio machen muss, weil ich einfach ja viele Kurse gebe und einfach dann mehr mitmache, als ich normalerweise mache. So, ich kann mich ja auch hin und wieder mal zurücklehnen und einfach mal anleiten. Aber das mache ich dann jetzt nicht mehr, sondern guck, dass ich mehr Kalorien verbrenne. Aber zum Thema Cardio wird es auch ein extra Video geben. Es wird eigentlich zu fast jedem Thema ein extra Video geben. Das hier war der Auftakt zur Challenge und zu meiner persönlichen 14-Tage-Sixpack-Transformation. Ihr habt heute Morgen gesehen, wie es aussieht. Heute haben wir den, was haben wir denn hier? 15. Juni. Heute haben wir den 15. Juli. Und ja, das Ganze geht jetzt 14 Tage und dann werdet ihr das Endergebnis sehen und dann auch sehen, was möglich ist. Ja, wenn ihr mir folgen wollt dabei und vielleicht auch selber mitmachen möchtet, dann einfach abonnieren und dabei bleiben. Es gibt jede Menge Insights. Schreibt gerne Fragen in die Kommentare. Am Ende der Challenge werde ich gerne alles zusammenfassen und nochmal beantworten. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Ab jetzt gibt es 14 Tage Daily. Bis dahin. Ciao, ciao.